Kletter, kletter, kletter. Nochmal hüpf. So. Na gut. Ach, ich bin hier irgendwie falsch. Ach da, mit dem Seil muss ich rauf, genau. So, mein Ritter. Grässliches Grinsen. Hm, naja. Stehe ich halt auf der Oberseite. Nein, das soll nach unten gehen. Genau. Off with you. Okay. Interessant ist das da jetzt. Lass mich mal überlegen. So. Das Ding, der ist ein bisschen im Weg. Das Drachengold. Nein, der wird mich töten. Okay, und da, da auch. Jetzt gehen wir da Richtung Drache. Drache, 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 Drache. Noch weiter runter, runter und runter. Da müsste jetzt irgendwas an diese Schale sein. Kommt die eigentlich da weiter vorschieben auch? Nee. Okay, die kann man da gar nicht draufziehen. Habe ich mich aber die letzten zweimal schon gefragt, was sich damit diese Schale hier auf sich hat. Und man kann hier auch nichts rausnehmen, oder? Wenn ich die hier runterschmeiße. Auch ich ziehe die einfach mal hier so weiter. Oder ist die nur dazu da, dass man von dieser Seite hier rauf kommt? Das wäre natürlich auch möglich. Hopp, hopp. So, die Frage ist jetzt wirklich... Wie machen wir das da? Nein, du bist hier falsch. Ich hätte da eine Idee. So, du gehst mal hierher. Okay. Oh, hüpf. Dann. Ups. Gehst du da ganz rauf? So, der Ritter stellt sich in den Aufzug. Gleich werdet ihr sehen, was ich vorhabe.
gespannt, ob das funktioniert. Vermutlich eh nicht beim ersten Mal. Dann du. Kletterst erstmal da rauf. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf nochmal. So. Und zack, und zack. Gut, jetzt ist die Frage, wie weit kann ich hier rüber gehen? Okay, das ist schon zu weit. Ich darf zwar da hängen. Ah, okay, sie zieht sich automatisch rauf. Okay, ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Wenn ich da wegschalte und wieder hin, müsste das ja immer noch an sein. Genau. Jetzt lasse ich den einfach darauf fahren. Und sobald der da abgelenkt ist. Ah, okay. Er schießt so lange drauf. Wie der da dann in der Nähe ist. Who goes there? Off with you. So. Who goes there? None shall pass. Na, hast ja echt unendlich Munition, wie es aussieht, hm? So. Nein, bring ihn ganz runter. Oh, was ist jetzt mit dir passiert? Jetzt ist durch den Boden. Umgefallen oder wie? Gerade ein kleines Problemchen. Warte, mach mal den Aufzug weg. Komisch. Ja, sie steckt da jetzt irgendwie fest. Müsste aber auch so gehen. Ich brauche eigentlich eh nur zwei Leute dazu. Der Ritter lenkt vorne ab. Dann nehme ich einfach mit dem Hillbilly das Gold. Ist ja auch nicht so schlimm. Und spätestens wenn es dann weitergeht, müsste das Spiel sie eh automatisch befreien. Komisch, hatte ich den anderen Charakteren nicht. Kommst du jetzt drauf? Nee. Die hängt da voll im Boden fest. So, Ritter. Ihm gleich das zurückbringen. What idiot left the gate open? Whoops. Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up in the tower. I don't think dragons can fly. She'll be fine. Ich war das nicht. Das war wer anders. Sounds like that seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win-win.
Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Tja. Hätten wir das Amulett wieder. So, jetzt muss ich mir noch eine Stange Dynamit holen, damit wir später das Schwert aus dem Stein ziehen können. Und hüpf. Ja, und du steckst hier noch inzwischen fest. Sehr schön. So. Muss ich noch eine Etage höher. Jawohl. Alles voller Blut. Wie es hier aussieht. So. Dynamit haben wir. Warte mal. Ich würde sagen... Ups. Ihr zwei wechselt mal. Und dann du. Und dann kann ich euch zeigen, wie dämlich er sich anstellt. Na, lass aus. Wenn das Schwert nicht freigesprengt ist. Sieht man das auch mal? Lauf, mein Ritter, lauf! Let's hope the king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. Ja, ja. Wir schwimmen dann eh noch durch den Burggraben. Da kommt das ganze Blut und Gedärmzeug alles runter noch. Oder, ja, wir vergessen den Knopf zu drücken fürs Schutzschild und wir verbrennen einfach. The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? So, da hast du das Ding. So, und jetzt ziehen wir das raus. Knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. You should have put some more points into charisma and chivalry. Ah, ich finde das so geil, wenn er viel zu schwach dafür ist. Gut, dann helfen wir ihm halt ein bisschen. So, na, lass los. Lass los. Du hängst hier. Nein. Du hängst hier immer noch im Boden. Sehr brav. Weiter so. Und rüber und darüber. Lauf, 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 lauf. Dann jetzt ein bisschen darauf und ein bisschen darüber. So, jetzt müsst ihr nochmal gleich die Stelle kommen. Ja, da ist sie ja schon. Jetzt gehst du weg. Zack. Jetzt haben wir noch das Bild. Ein Riesenstreichholz. So, schalten wir gleich zum Ritter rauf und probieren es nochmal. I knew you could do it! You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword-pulling son-in-law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her, anyway. So, das ist ja wieder frei. Mmm, that sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing. The carnival is in town. And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime. Unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless. But it rhymes with Bill Hilly.
auf Billy. ja, dann werde ich hier mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, danke für die 50 Abonnenten. Danke fürs Zusehen und allgemein alle, die mich noch abonnieren werden. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin Kommentare da lassen würdet und einen Daumen hoch gebt bei meinen Videos. Und wenn ihr auch meine Videos teilen und mich weiterempfehlen würdet. Da bleibt eigentlich nur mehr zum Sagen. Ja, das war's für diese Aufnahme. Nochmal danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also, bis dann und ciao.